Alma, guten Tag. Kommen Sie mal bitte nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Ich muss Sie zunächst belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Thomas Halmer, 36 Jahre alt, Sie wohnen in Recklinghausen, ledig Optiker und Sie sind der Schwager der Angeklagten, also Bruder des Getöteten. Und damit haben Sie Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können frei entscheiden, ob Sie überhaupt hier aussagen wollen. Ich sage aus. Sonst kommt Elke noch ungestraft davon. Thomas, ich schwör's dir, glaub mir doch. Ich hab Jürgen geliebt und keiner trauert mehr um ihn als ich. Das ist doch lächerlich. Dieser ganze Wahnsinn, dieser Plan mit diesem Einbruch, diesem fingierten Einbruch, das kam doch alles von dir. Du wusstest ganz genau, wer der Einbrecher war. Wieso sind Sie sich dessen so sicher? Weil Jürgen mir alles erzählt hat. Seine Ehe war in den letzten Jahren die reinste Hölle geworden. Nach 7 Jahren Alltag war von Liebe überhaupt keine Spur mehr. Also alles, was ihm geblieben war, waren eine kalte Ehefrau und ein Stiefsohn, dessen Forderungen immer unerträglicher wurden. Wollte sich Ihr Bruder scheiden lassen? Ja, allerdings, das wollte er. Aber Elke wollte ihn nicht so einfach gehen lassen. Sie wollte erst einmal richtig abkassieren. Und dann kam sie tatsächlich mit diesem Plan an, Jürgen sollte in sein eigenes Handygeschäft einbrechen und Handys stehlen und diese gestohlenen Handys dann der Versicherung als gestohlen melden. Wissen Sie, wann das war? Das muss so Ende Januar gewesen sein. Ach, du erfindest das doch nur! Warum sollte ich so etwas erfinden? Ich habe überhaupt keinen Grund, irgendwas zu erfinden. Jürgen hat mir alles erzählt. Elke hat ihn dazu überredet. Und er ist nur darauf eingegangen, weil er endlich wieder glücklich sein wollte. Er hatte sich erhofft, dass er 20.000 bis 25.000 Euro für den Versicherungsschwindel bekommen würde. Und diese Summe hätte Elke genügt. Hat Ihr Bruder Ihnen gesagt, dass er sich auf diesen Deal da einlassen will? Einerseits hatte er natürlich Skrupel gehabt. Aber auf der anderen Seite war er mittlerweile nervlich so fertig, dass er fast alles getan hätte, um endlich frei sein zu können. Jürgen hatte befürchtet, dass Elke ihm keine Ruhe lassen würde, dass sie ihn schikanieren würde nach Strich und Faden, wenn sie das Geld nicht bekäme. Hat Ihr Bruder auch darüber gesprochen, wie dieser Einbruch genau ablaufen sollte? Ja, er sagte, die Überwachungskamera würde ihm dabei helfen. Er sagte, auf diese Weise könne er nicht nur den perfekten Einbruch begehen, er hätte sogar gleichzeitig den perfekten Beweis für die Versicherung. Was haben Sie davon gehalten? Ich habe ihn natürlich abgeraten, aber er war so starrsinnig, er hat es fest beschlossen. Wissen Sie auch, wann er den Plan ausführen wollte? Das wollte ich so genau dann gar nicht mehr wissen. Aber ich nehme an, dass er sich nicht mehr sehr viel Zeit lassen wollte. Aber steht denn nicht fest, dass er es an diesem besagten Freitag versuchen wollte? Ja, davon geht die Staatsanwaltschaft zumindest aus. Und es gibt ja auch ein Überwachungsvideo von diesem Einbruch. Ja, eben. Und sie hat ihn in die Falle gelockt und dann eiskalt zugestochen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns an der Stelle mal dieses Überwachungsvideo aus dem Handyladen ansehen. Ja, es geht der Beschluss, das Überwachungsvideo wird in Augenschein genommen. Ja. Ja, das ist mein Bruder. Das sind seine Klamotten. Das ist dieses Hemd mit dem Stehkragen. Das ist typisch für ihn. Das kann doch nicht sein. Was gibt's denn, Frau Dreyer? Darf ich mal schauen? Ja, wenn's weiterhilft, gerne. Das gibt's doch nicht. Was sehen Sie denn? Der Mann auf dem Video, das ist nicht Jürgen. Da, so gut kann man aber nicht erkennen, würde ich sagen. Da, das Etikett unten am Pulli, das kleine Weiße. Das helle, ja, hier. Ja, das ist nicht Jürgen. Jürgen hat seine Etiketten und Labels immer abgetrennt. Das ist ein immer. Etikett? Ja. Ja, das stimmt. Nehmen Sie mal wieder Platz. Jürgen hat sich immer geweigert, als unbezahlter Werbeträger durch die Gegend zu laufen. Ach, das ist doch Unsinn. Ja, er hat manchmal die Labels abgetrennt. Aber trotzdem ist er das doch da auf dem Video. Sorry, aber das ist Blödsinn. Er hat die Label immer abgetrennt, nicht manchmal oder oft. Also Moment mal, nachdem ja nicht herauskommen sollte, dass er selbst hinter dem Einbruch in seinem eigenen Geschäft steckt, kann es ja wohl sein, dass er den Label diesmal drangelassen hat. Ich höre Ihnen, das ist nicht Jürgen. Naja, ob es sich tatsächlich um eine andere Person handelt, das sollte man ja eigentlich ohne weiteres feststellen können. Ja, blöderweise ist aber auf diesen Tatortfotos eigentlich nicht zu erkennen, ob der Pulli der Leiche ein Etikett noch auf der Vorderseite hatte. Wir sollten uns die Kleidung von Herrn Halmer vom Tatabend in Augenschein nehmen. Moment gerade eben. Hold, ja, Frau Jung, würden Sie mich bitte mit der Asservatenkammer verbinden? Ja, danke schön. Hold, hallo, grüß Sie. Es geht um folgendes Verfahren. Ich sage Ihnen erstmal das Aktenzeichen. 56 KS 233 JS 101 aus 09. Und da bräuchten wir die Kleidung des getöteten Herrn Jürgen Halmer. Können Sie uns die bitte in Sitzungssaal 187 bringen? Ja, natürlich gleich, klar. Ja, danke schön. Also, die Kleidung wird uns hierher gebracht. Dauert natürlich ein paar Minuten, bis sie da raus
geholt wird und hier nach oben gebracht wird. Gibt es im Moment noch Fragen an den Herrn Halmer? Keine, Halmer. Dann bleiben Sie unvereidigt, auch die Verteidiger bleibt unvereidigt. Und es geht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird für 15 Minuten unterbrochen. Die Hauptverhandlung gegen Elke Halmer wegen Totschlags und Anstiftung zum versuchten Versicherungsmissbrauch wird hiermit fortgesetzt. So, wir haben jetzt die Kleidung des Toten hier. Das ist zum einen die Maske hier. Das sind die Handschuhe hier. Die schwarze Hose. Und der Pulli des Toten. Und auf diesem Pulli sieht man genau, dass hier unten kein Etikett ist. Das ist abgetrennt worden. Also entweder hat Herr Halmer das erst im Laden abgetrennt, was mir doch reichlich konstruiert erscheint, oder er hatte es schon vorher abgetrennt. Und dann ist der Mann auf dem Überwachungsvideo nicht der getötete Herr Halmer. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass Herr Halmer nicht derjenige war, der in den Laden eingebrochen ist. Und das heißt auch, dass meine Mandantin nichts von seiner Absicht wusste. Nun, ganz so einfach ist es nicht. Ja, dieser Unbekannte, der müsste ja dann den Laden auch wieder verlassen haben. Und das müsste ja auch auf dem Überwachungsvideo an sich drauf sein, oder? Ja, aber da ist nichts. Also müsste er sich noch im Haus befunden haben, als die Angeklagte dann nach unten gegangen ist. Jetzt fragen wir doch mal die Angeklagte, haben Sie irgendwas bemerkt? Nichts bemerkt. Vielleicht hat er sich auch im Hausflur versteckt, als er meine Mandantin kommen hörte und ist dann durch ein Fenster auf die andere Seite geflohen. Aber man fragt sich, wieso hat er nicht wenigstens ein paar Handys mitgenommen? Außerdem erklärt es ebenfalls noch nicht, wieso Jürgen Halmer Sturmmaske und Handschuhe trug. Also schließlich war er auf dem Band, das der Versicherung vorgelegt werden sollte, da war ja nur ein Mann zu sehen als Einbrecher. Entschuldigung, ich könnte mich ja vielleicht auch täuschen, aber eventuell wüsste ich was. Ich würde aber ganz gerne doch noch mal das Band sehen. Kann ich das vielleicht noch mal sehen? Sagen Sie uns zuerst mal, wer Sie überhaupt sind. Also ich bin Carola Tietke und ich bin die Freundin von Sebastian. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, aber ich habe schon die ganze Zeit mit mir gehadert. Und ich würde doch gerne noch mal die Aufnahme sehen. Ich glaube, ich weiß, wer der Mann ist. Caro, was mischst du dich denn jetzt hier ein? Warum mischen Sie sich denn ein? Noch viel besser frage ich. Ich würde mich ganz gern mit der jungen Dame unterhalten. Kommen Sie mal nach vorn, bitteschön. Oh, ich muss auch nicht nach vorne. Ich würde wirklich nur gern die Aufnahme sehen. Naja, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Setz dich ruhig mal da vorn. Ja, gut. Frau Tietke, sagten Sie gerade, gell? Dann ja, das ist richtig. In dem Moment, wo Sie hier vorne sitzen, ist Ihnen klar, da müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn nicht, dann würden Sie sich strafbar machen. Okay. Und dann bräuchte ich zunächst mal Ihre vollständigen Personalien. Also, Carola Tietke, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Ihr Alter und Ihr Wohnort? Ich bin 18 und ich wohne auch in Recklinghausen. Und Ihr Familienstand? Ich bin ledig. Ihr Beruf? Ich mache gerade eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Nee, ich bin nur mit Sebastian zusammen. Und wen meinen Sie jetzt genau auf dem Band da erkannt zu haben? Ich weiß das wirklich noch nicht genau und deswegen würde ich doch gerne noch mal das Video sehen. Gut, machen wir, können wir gerne machen. Es ergeht der Beschluss, das Video wird erneut abgespielt und damit in Augenschein genommen. Oh nee, stopp! Verdammt, verdammt. Also, das. Also, der Mann auf dem Video, das ist Sebastian. Das ist Sebastian. Sebastian Lang? Ja. Caro, das bildest du dir ein, und meine woher Güte. Wissen Sie das? Er hat einen Pulli mit dem Label. Und er hat auch die Handschuhe. Die habe ich dir doch zum Geburtstag geschenkt, letztes Jahr. Und richtig genau die. Und so eine Mütze hat er auch. Stimmt. So eine Sturmmaske. Ja? Ja, richtig. Sebastian, ich will dir da nichts anhängen, aber das ist Sebastian. Ich kann das erklären. Das sind wirklich Sebastians Handschuhe und auch seine Mütze, aber ja. Die lagen im Flur in der Garderobe und wahrscheinlich hat Jürgen sie mit runtergenommen, als er in den Laden gegangen ist. Aber das erklärt noch nicht dieses Etikett. Also vielleicht wollen wir zunächst mal festhalten, also da nie von einem zweiten Täter die Rede war, wurden auch keine DNA-Spuren hier an Mütze und Handschuhen genommen. Aber wenn die Sachen tatsächlich dem Sebastian Lang gehören, dann kann man das jetzt sicher noch feststellen. Sebastian, ich wollte dir da wirklich nichts einbrocken, aber ich. Sie verstehen das ja bestimmt auch.
Sebastian, ich muss das wissen einfach. Allein schon wegen dem Baby. Und wenn Sie sagen, das sind seine Sachen, dann erklärt das aber noch nicht das Etikett, Herr Lang. Kommen Sie bitte noch mal nach vorn. Wenn keine Fragen mehr sind an die Frau Tietke, Frau Tietke, regen Sie sich nicht allzu sehr auf in Ihrem Zustand. Ja. Nehmen Sie mal bitte gerade hinten auf der Bank Platz. Sie bleiben unvereidigt. Alles klar. Und Herr Lang, Sie kommen bitte noch mal nach vorn. Herr Lang, ich mache es jetzt noch mal ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre Sie außerdem, 55 StPO noch mal, Sie müssen sich selbst und auch Angehörige hier nicht belasten. Und als Sohn der Angeklagten haben Sie natürlich auch das Zeugnisverweigerungsrecht, sodass Sie sagen können, ich sage überhaupt nichts. Ja, ich glaube, es macht jetzt keinen großen Sinn mehr, irgendwas zu leugnen. Ich bin der Einbrecher auf dem Video. Wieso? Sie sehen ja, ich habe eine schwangere Freundin und ich hab Geldprobleme und es tut mir leid. Und was ist da im Laden tatsächlich passiert? Im Laden ist nichts passiert, gar nichts. Ich meine, ich bin in den Laden rein, hab die Handys abgeräumt, in die Tüte gepackt und bin dann, ohne meine Mutter oder meinen Stiefvater zu sehen, übers Treppenhaus hoch in mein Zimmer, bis dann meine Mutter. Jetzt wollen Sie uns allen Ernstes erzählen, dass Sie da runter sind? Eingebrochen sind, eine Tüte voller Handys sich gepackt haben, dann aber ohne die Tüte Handys hochgegangen sind und kurze Zeit später ist ihr Stiefvater dann mit ihren Handschuhen und mit ihrer Sturmhaube verkleidet runtergegangen in den Laden. Hallo? Hören Sie, ich wusste Bescheid über den Versicherungsbetrug und dass er das geplant hatte. Und ich habe einfach enorme finanzielle Probleme und meine Idee war, dass ich ihm eigentlich zuvorkommen könnte und den Laden ausräumen. Und wenn was schief geht, dann schieb ich ihm das in die Schuhe. Deswegen habe ich auch die Kleidung getragen, die er immer anhat. Das mag ja noch die gleiche Kleidung erklären, aber nicht, wieso Sie dann die Tüte mit den ganzen Handys nicht mit hochgenommen haben. Ich bin nervös geworden dann. Auch plötzlich nervös geworden. Ich bin nervös geworden. Herr Lang, keiner glaubt in diese Geschichte. Keiner. Vor allem, wenn Sie schon von dem Vorhaben Ihres Stiefvaters gewusst haben wollen, dann muss es doch Ihre Mutter erst recht gewusst haben. Wie haben Sie denn von dem Plan Ihres Stiefvaters erfahren? Lassen Sie ihn in Ruhe. Ich geb's zu. Was geben Sie zu? Ich habe von dem Betrug gewusst. Und ich habe auch meinen Mann umgebracht. Absichtlich. Er wollte mich verlassen. Und ich habe alles versucht, um meine Ehe zu retten. Sogar diese roten Strapse habe ich getragen. Aber er hat mich nur ausgelacht. Er war an dem Abend bei mir und wollte mir sagen, dass er den Betrug jetzt durchzieht. Und Gott, ich bin so wütend geworden. Und dann habe ich mir das Messer genommen und dann, ich habe völlig die Nerven verloren. Ich war so wütend und ich war so enttäuscht und er wollte alles aufgeben. Nur für diese Frau da. Hör auf, Mama, hör auf. Du brauchst nicht mehr für mich zu lügen. Ich bin's gewesen. Das klingt glaubhaft. Fast, Frau Heimer, nur fast. Denn das Video, was wir uns angesehen haben, das beweist ja, dass kein zweiter Einbrecher durch die Haupteingangstür reingekommen ist. Das heißt, dann muss Ihr Mann ja durch die Innentür vom Treppenhaus aus in den Laden gegangen sein. Aber das passt ja wiederum überhaupt nicht dazu, dass er ja denn für sich den Einbruch vortäuschen wollte und dass er das Video ja als Beweismittel für die Versicherung haben wollte. Genau, so hat er es mir erzählt. Was bisher noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, dass auf dem Messer nicht nur die Fingerabdrücke Ihrer Mutter gefunden wurden, sondern auch die Ihres Stiefvaters, obwohl der ja Handschuhe getragen hat. Also bisher hat man sich das irgendwie so erklärt, dass das Messer eben beide vorher schon mal in der Hand gehabt haben könnten. Schließlich stammt das Messer aus ihrer gemeinsamen Küche, nicht wahr? Allerdings können die Spuren ja auch ganz anders dran gekommen sein. Herr Lang, jetzt frage ich Sie, haben Sie Ihren Stiefvater erstochen? Ich habe... Nein! Sind Sie von ihm überrascht worden, als Sie versucht haben, den Handyladen leer zu räumen? Kam es da zum Streit zwischen Ihnen? Ich habe ihn nicht umbringen wollen. Er hat mich in dem Laden überrascht. Er hat das Messer in der Hand gehabt. Es ist zum Kampf gekommen. Und dann ist es passiert. Das hat er nicht verdient. Ich habe es nicht gewollt. Sebastian, was bist du für ein Mensch?
Du bist ein Mörder. Verstehst du das? Caro, verstehst du mich denn nicht? Ich habe das für uns getan. Ich habe das für dich, für mich und das Baby getan. Verstehst du mich nicht? Ein gemeiner Mörder. Wenn das alles ein Unfall gewesen sein sollte, dann frage ich mich, wieso haben sie dann nicht sofort den Notarzt gerufen, die Rettung gerufen? Ihr Stiefvater hat ja noch mehrere Minuten gelebt. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass er schon tot war. Hören Sie, ich kann mich an nichts mehr erinnern eigentlich. Ich bin dann, ich war geschockt, bin dann hoch zu meiner Mutter ins Wohnzimmer und sie war zerstört von einem Streit über die Scheidung. Und dann musste ich ihr noch beichten, dass ich Jürgen erstochen habe. Und sie hat aber gesagt, sie würden mich decken und wir lassen es wie ein Einbruch aussehen, als ob sie einen Einbrecher erstochen hätte. Darf ich Ihnen mal was sagen? Ich finde es unerträglich, wie Sie das gerade schildern. Das ist sowas von gefühlskalt. Sie wollen uns hier weismachen, dass das alles ein schrecklicher Unfall war und dass Sie das fürchterlich bewegt. Und ich höre aus Ihrer Stimme die Kälte raus. Und ich glaube, Ihre Freundin hat das gerade ganz richtig gesagt. Die Kälte eines Mörders höre ich daraus. Wer von Ihnen beiden hat denn dann noch dem Toten die Handschuhe und diese Sturmmaske angezogen? Ich war das, meiner Mutter. Entschuldigung, aber das halte ich nicht mehr aus hier. Das ist ein bisschen zu viel. Ich war das. Ich hätte das meiner Mutter nicht mehr zutrauen können. Vor allem zwei Fragen an Sie noch. Erstens, hat Ihr Ehemann tatsächlich vorgehabt, die Versicherung zu betrügen? Und zweitens, kam die Idee dazu tatsächlich von Ihnen? Ja. Ich habe ihm gesagt, dass er diesen Einbruch begehen soll. Und er hat sich dann an dem Abend einverstanden erklärt. Aber er wollte es nicht an dem Abend machen. Er wollte warten, bis Sebastian und ich nicht im Haus sind. Also ich habe alles gehört, was ich hören muss. Oder hat noch jemand Fragen? Keine Fragen, danke. Dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen bitte noch hinten Platz. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der kommt hiermit zur Verlesung. Keine Eintragungen. Wenn keine weiteren Anträge mehr gestellt werden, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Dankeschön. Hohe Strafkammer, Frau Verteidigerin, wenn uns die Angeklagte zusammen mit ihrem Sohn hier nicht so eine Geschichte erzählt hätte, die dazu hätte führen sollen, dass die Angeklagte verurteilt wird und nicht ihr Sohn, dann hätten wir einen ganz einfachen Sachverhalt verhandeln müssen. Der Stiefsohn des späteren Opfers, Herrn Halmer, hat Geld gebraucht, seine Freundin war schwanger, er ist in dessen Handyladen eingebrochen, wollte Handys klauen, die er später verhökern wollte und ist erwischt worden von seinem Stiefvater. Dann kam es zu einer Rangelei, es war das Messer im Spiel und er hat einfach seinen Stiefvater erstochen, wie ich meine und wie auch noch später gesondert zu beweisen wird zur Verdeckung einer Straftat und das ist Mord. Herr Seelhoff, Sie werden bei dem Herrn Lang etwas in der Nähe bleiben. Die Angeklagte jedenfalls ist auf Kosten der Staatskasse freizusprechen. Danke. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, für mich ist das eine Verkettung tragischer Umstände mit dem Ausmaß einer griechischen Tragödie. Meine Mandantin hat ihren Ehemann nicht umgebracht. Es war ihr Sohn, der den Stiefvater ermordet hat. Meine Mandantin ist freizusprechen. Dankeschön. Frau Halmer, Sie selbst können auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Bitte bestrafen Sie meinen Sohn nicht so hart. Er hat es doch nicht absichtlich getan. Die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zu. Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Elke Halmer wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Eine Entschädigung für die erlittene Untersuchungshaft wird nicht gewährt. Nehmen Sie bitte Platz. Es geht der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Recklinghausen vom 28. Februar 2009 wird aufgehoben. Wir haben heute nicht über Ihren Sohn zu entscheiden. Wobei ich befürchte, das ist ein klassischer Fall des Mordes zur Verdeckung einer Straftat. Ich glaube nicht an diese Version des Unfalles. Ein 19 cm langes Messer bis zum Anschlag ins Herz rammen, das passiert nicht einfach so im Rahmen eines Kampfes aus Versehen. Aber heute richten wir das Augenmerk auf Sie. Klar, den Totschlag haben Sie nicht begangen. Nötigung Ihres Mannes, das hat sich heute hier nicht nachgewiesen. Selbst seinem Bruder hat er ja erzählt, dass er hin und her gerissen war, dass Sie ihn vielleicht dazu überreden wollten, die Versicherung zu prellen. Aber nicht, dass Sie ihm angedroht haben, ihn zu schikanieren, auch wenn er das vielleicht gefürchtet haben mag. Anstiftung zum Versicherungsmissbrauch,
Dazu ist es ja nicht gekommen zum Missbrauch, aber Anstiftung zum Versuch des Versicherungsmissbrauches. Er hat sich bereit erklärt, dazu zu machen, aber das war noch kein Versuch. Erst wenn er wirklich zur Verwirklichung angesetzt hätte, also in seinen Laden eingebrochen wäre, dann wäre es soweit gewesen. Dann bliebe noch die Variante, vielleicht eine versuchte Anstiftung, aber die ist nur beim Verbrechen strafbar und das hier war kein Verbrechen, der Versicherungsmissbrauch, sondern das wäre nur ein Vergehen gewesen. Deshalb, sie sind am Ende tatsächlich frei zu sprechen. Entschädigung bekommen sie allerdings keine, weil hätten sie die entlastenden Umstände von vornherein geschildert, dann wären sie nicht so lange in Haft gesessen. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Tja, viel mehr Lang kann man nicht zerstören mit einem Messerstich als sie. Ihre Mutter ist am Boden zerstört. Die Lebensgefährtin ihres Stiefvaters ist am Boden zerstört. Ihre Freundin ist am Boden zerstört. Und ihr Kind wird ohne sie aufwachsen. Und das alles wegen einer Tüte voller Mobiltelefone. So habe ich das gar nicht gemeint, als ich schon oft bedauernd gesagt habe, das Leben wäre ohne Mobiltelefone doch einiges beschaulicher. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Seeloff, wenn Sie mich bitte unterstützen würden. Herr Lang, ich erkläre Ihnen hiermit die vorläufige Festnahme wegen dringendem Tatverdacht des Mordes. Führen Sie ihn ab, bitte. Herr Lang, kommen Sie mit. Sebastian Lang wurde wegen Mordes, versuchten Raubes mit Todesfolge und uneidlicher Falschaussage zu lebenslanger Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt.